Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer mit einem weiteren Abenteuer hier in Medieval Dynasty. Ihr könnt den Kanal gern kostenlos abonnieren, das Glöckchen aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Ein Daumen hoch hilft jedem kleinen YouTube-Kanal im Algorithmus. Wir haben das Haus gestern noch, fast bis zu Ende gebaut. Wir müssen unsere Frau hin. Da hinten steht die. Was macht denn die hier hinten im Wald? Hallo, Patilka. Einen haben Vertrag. Ja, vielen Dank. Wie steht's um unser kleines Königsreich? Mit Handwerksmaterialien. Alles klar. Mach's gut, meine Lieben. Have a good day. Die Bauern brauchen Handwerksmaterialien. Ist klar. Die haben ja jetzt auch im Winter so viel auf dem Feld zu tun. Gucken wir mal in die Scheune rein. In der Scheune fehlt wieder was, weil wieder irgendwas nicht mehr zum Dreschen da ist. Mehl haben die kein Material. Wieso haben die kein Material? Ist der Weizen alle oder was? Müssen wir doch mal gucken ins Lebensmittellager. Ins Ressourcenlager. Würde ich zwar nicht, hoffentlich ist es trocken jetzt. Kommen nicht alle. Nee, das habe ich eigentlich. Das Mehl soll aus Weizen gemacht. Gehen wir mal ganz nach unten. Weizenkorn. Na, da müssen sie mal ein bisschen Weizenkorn dreschen. Weizenkorn. Trocken. Damit das ganze Rocken komplett platt gemacht. Ah, müssen wir mal reinkommen. Hier die Scheibe. Kein Material. War ein Fehler für mir. Aber die können doch Mehl aus Weizen machen. Dann machen wir einmal das Mehl aus Weizenkompost. Na gut, gehen wir auch auf 70% wie bei den anderen auch. So, alles klar. Was ist das für Mehl? Das ist aus Hafer. Machen wir nicht. So, dann müssen sie da noch mal rein. Hier rein. Die müssen den Roggen dreschen, der noch da ist. Roggenkorn. 3% reicht, da kannst du das durchdreschen. Dann brauchen wir die anderen Scheunen mal reinschauen. Ach, was machst du denn? Ach je. So, F. So, was machen die? Die machen Dünger. Ist okay, das lassen wir auch erstmal so. Und die hier. Da ist ja noch gar nichts los. Der macht auch Dünger aus Verdorbenen und aus Dung. So, wo machen sie Tierfutter? Das müssen wir jetzt mal. Glaube mal, ja, nee, zurück. Hier Futter 5%.
Wie viel Tierfutter haben wir noch? Sechsmal bloß noch. Oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist die Auswirkung davon, dass wir keinen Roggen angebaut haben. Gut, da müssen wir unseren Plan erst einmal ein bisschen über den Haufen werfen. Und zwar nehmen wir Leinsamen noch ein bisschen. 300 Stück. Letztes noch mal rüber zum Dagobert. Bestätigen. Und holen uns etwas Tierfutter. Und dann laufen wir nach Lesnica. Ja, dass wir kennen nicht die Fruchtpacke oder die Fruchtfolgen einstellen kann. Das ist halt die, wenn du dir das nicht merkst, halt, ich muss rocken, dann ist diese ganze Messen, sind die ganzen Messen gelesen, dann hast du halt so eine Probleme wie jetzt hier. Deswegen werden wir auch noch ein paar Felder anlegen. Vor allem noch die Felder, die wir jetzt angelegt haben, noch die zwei Stück, das sind zwei Felder, 99er Felder, 9x11. Die wird eins mit Roggen und eins mit Hafer. Dass wir Roggen und Hafer fürs Tierfutter haben. Zum Glück haben wir schon ein Schwein verkauft. Oder, Dago, das ist doch nicht so weit. 8:21 Uhr, wo ist denn der Dagobert schon wieder? Der schleicht sich wieder von hinten rein, oder? Ne, wo ist er denn? Dagobert. Alte Pfeife. Bist du noch daheim? Jetzt kommen sie rausgetreten. Das gibt's doch gar nicht. Wann fangt denn ihr an mit Arbeiten? Hail, friend. Zeig mir deine Ware. My wares never disappoint. Ach ja. Hoffentlich hast du Tierfutter. Meistens hast du es ja dann nicht, wenn man was braucht. Tierfutter 76 Mal. Egal, müssen wir kaufen. F. Wie viel wiegt das? Nee, F. Hau doch hin. Und du hast jetzt wieder Geld. Viel zu viel Geld hast du jetzt einstecken. Jetzt vergabe ich dir meinen Leinensamen. Guck mal, mein Geld schon wieder. F, E, F. Perfekt. Und leb wohl. See you soon. So, gut. Ah, wir werden schon das bis zum Frühjahr überbrücken, bis wir an neuen Roggen rankommen. Ist ja nicht so, dass wir nun am Hungertuch nagen. Wir haben ja 190.000 Geld in der Truhe. Wir können kaufen. So viel haben die hier in dem Tal gar nicht. Dann gleich mal noch ein paar Steine mit hier. Ich brauche sowieso noch welche in mein Haus, was ich gerade gebaut habe. Da fehlen lediglich noch. Waren es noch 14? Keine Ahnung. Oh, das schauen wir gleich mal nach. Und da können wir uns gleich, wenn wir in Lesnica sind, nochmal Leute suchen. So. Wir schaffen aber erst einmal das Tierfutter weg. Dann schnappen wir uns noch ein paar Steine und machen das Haus fertig, damit eins fertig ist. Da können wir nämlich wieder zwei Leute holen. So, hier die Truhe auf und das Tierfutter erstmal rein. Tierfutter 76 mal. FEF. So, wie viel haben wir jetzt drin?
Es ...80 Mal, also haben wir schon noch 2 gebraucht. 6er hat man noch drin. Gut. Steiler. F, da packen wir mal noch bei einem. Wie viel wird es nicht sein? 20, müsste reichen. Jetzt flitzen wir dort hoch und hauen das Haus, bauen das Haus fertig, hauen die letzten Steine rein. Nee, nicht, das braucht er nicht. Du brauchst doch nette Armbrust zum Steine. Nee, es sind mehr Steine, Da habe ich mich getäuscht. Aber die müssten reichen, die Steine, die ich habe. Jetzt noch 2x 18, 16, damit noch 3 übrig bleiben. So, die letzten Wand machen wir von draußen fertig. Nicht, dass wir uns wieder irgendwo festpacken. Bauarbeiten abgeschlossen, perfekt. So, die letzten Steine packen wir hier unten rein. Die haben wir hier unten in der Ecke. So, jetzt müssen wir noch was essen. Wir haben ja noch Fisch einstecken. Fischfilets haben wir ja. Die essen wir erstmal. Die 6 Stück. So, XNF, die Holzstämme schmeißen wir hier rein. Die Karotte, die futtern wir auch. Und die 3 Steine. Jetzt schnappen wir uns noch was zu essen. Den Hammer legen wir weg. Die haben sich auch alle wahrscheinlich schön ordentlich Wintersachen gekauft. Die meisten rennen ja mit so einem Pelzumhang rum. So, wo haben wir den Apfelbaumsetzling her? Haben wir den Dings abgekauft? Ist durchaus möglich. Naja, gut. Dann haben wir wieder irgendwelche Mist gemacht. Einmal Wasser haben wir auch noch dabei. Den Eisenhammer räumen wir aus. F. So, jetzt. Die Leinsamen behalten wir drinnen. Jetzt nehmen wir uns noch was mit zum Verkaufen. Denke mal, wir haben schon wieder einen Haufen Leder drin. Ne? Federn haben wir 559. Das reicht uns. Den haben wir, die Federproduktion haben wir ja relativ gedrosselt. Leder haben wir schon wieder 1059 drin. Alles klar, dann nehmen wir uns mal wieder F. Und dann machen wir uns gleich nochmal ein paar Taschen. Und die verkaufen wir dann eben. So, zu essen bräuchten wir noch was. Zu essen, dann nehmen wir uns mal altes Fischfilet, nehmen wir uns mit hier 50%iges. So, 21 Stück, das reicht uns erstmal. Ein bisschen was davon essen wir jetzt gleich noch. Fackel aus. Fischfilet, wo haben wir's?
Dann habe ich wieder mal nicht genommen, alles klar. Wieder mal nicht Taste gedrückt. Das ist ja das alte Leiden. Na bitte. Bestätigen jetzt auch. Gut. Jetzt kann man auch was essen. 4 Stück. Naja, das reicht doch bis. Bis nach Leslie. So, jetzt laufen wir hoch nach Leslie. Und von dort werden wir in unserem Außenlager laufen und werden dort Holz rausschmeißen. Es ist schon wieder über 400 Holzstämme drin. Die schmeißen wir dort oben raus, damit wir dort oben im Außenlager auch eine Mauer bauen können. Habe ich den? Ja, habe ich gesetzt. Gut. So, hier oben haben wir einen Ausgang. Ja, ist der Ausgang. Müssen wir auch noch mal ordentliche Wege hinmachen. So, und jetzt noch lassen. Ja, querfällt ein. Na, was steckt man jetzt wieder vom Frosch im Hals? Bogen in der Hand. Bogen. Was war denn sein Bogen? Den haben wir ja verkauft. Also, alles klar. Den haben wir doch verkabelt. Oh, ihn verscharrt. Also, Armbrust in der Hand. Gut. Stimmt, den haben wir ja verschachert. Naja. Da können wir uns doch bei der Gisela in Nein kaufen. Das ist doch nicht, das ist doch billiger, als wenn wir den selber machen. Gut, obwohl wir haben jetzt einen Bauplan. Aber wir können auch warten, bis wir wieder zu Hause sind. Denn da haben wir bestimmt noch was im Lager liegen. Liegt hier irgendwas rum, ne? Nur ein Bogen ist beim, wir haben doch genug Geld, beim Bekämpfen der Banditen besser. Ehe der so einen Bolzen eingelegt hat, in der Zeit hat er 2 Pfeile verschossen. Der Wilburga hat hier irgendein Problem. Na, da schauen wir doch mal. Ist die hier drin, ne? Da ist es doch. Dann machen wir einfach eine Schnellspeicherung und mal sehen, was er haben will. Du wolltest sie jetzt gefunden. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich brauche dringend einen neuen Stiefel, aber sie haben keine Zeit mehr. Wir haben einen Hornika. Weiter, soll ich jetzt nach Hornika laufen? Da oben haben wir doch auch eine Quest, oder? Sicher kann ich das für dich erledigen. Haben wir in Hornika einen Quest? Ja, da können wir das doch verbinden. Wir haben ihn heute 2. Wintertag, alles klar. Jetzt suchen wir die Gisela auf. Die steht wieder von oben vor ihrer Jagdhütte. Und wir kaufen mal jetzt einen Rückruf. Zeig mir deine Wahl. Einen Rückrufbogen kaufe ich dir ab. Und ich verkaufe dir ein volles Säckchen. Have a good day.
Ja, du auch. Erstmal diesen einfachen Section wieder entsockeln hier. So, jetzt legen wir uns nämlich unseren Rekursbogen wieder auf der 1. Alles klar. Und sockeln unsere Pfeile wieder. F. Gut. Perfekt. So, und jetzt laufen wir in unseren. Legen wir uns mal, das ist ja nicht so weit weg. Ich hoffe mal, dass da im Wald nichts passiert. Oh, das sind 131 Meter, das ist doch so schnell erledigt. Aber man muss aufpassen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Wölfe sind überall und Banditen auch. Wir sind doch schon da. Wir sind doch schon da. Na prima. So, mal gucken, was hier jetzt hier los ist. Ist hier niemand drin? Wer bist du? Der Edburger. Wer steht hier? Der kleine Snowbit. Alles klar. Gut. Hat die keine Arbeit? Die kann doch nicht in die Mine wieder. Lass mich dich mal genauer ansehen. Gewinnung hat sie eine 3. Die hat keinen Beruf. Alles klar. Da schauen wir doch gleich mal. Unsere Gewinnung in unserer Mine. Da fehlen doch schon wieder welche. Na bitte. Der Holzschuppen hier oben ist besetzt. Wer ist denn da drin, ne? F. Leeren Slot zuweisen. F. Die Edburger. F. Bergarbeiter. F. Alles klar, ab in die Mine. Ab in den Berg. So. So, jetzt schauen wir hier rein. Jetzt hauen wir hier nämlich die Holzstämme raus. Holzstämme 528 sind schon wieder hier drin. Gut, F. Schmeißen wir jetzt hierher. Na, das sieht ja schon mal gut aus. Holzstämme, wo sind sie hier? XEF. So. Und die 83 Bretter. Gehen wir mal hier zur Seite, die schmeißen wir hier rüber. Aber F, nee, F, die werden wir auch schmeißen, die hier, ja? Da haben wir auch ein paar Bretter hier oben. Ich weiß zwar nicht, ob wir welche hier oben benötigen, aber was drehe ich denn nach unten? Bretter stehen eigentlich ganz oben. Perfekt. Und haben wir denn noch einen Weidenkorb? Da könnte man nämlich auch noch ein paar Steine hier oben rausräumen. Unten habe ich ja massenweise Steine. Thank you.
Steine, 416 haben wir. Wir müssten doch eigentlich so eine Weidenkiste, da wusste ich, das haben wir doch. So, die packen wir jetzt hier daneben. Und da packen wir mal 400 Steine rein. So, und dann können wir ja jetzt wieder nach Hause laufen. Daneben geschmissen. Also schnappen wir sie nochmal, schnappen wir sie so und schmeißen sie jetzt hier rein. Wir können aber auch nochmal uns in eine Axt nehmen, können auch ein bisschen eine Axt, sage ich schon, eine steile Spitzhacke. Und können auch ein bisschen Eisen klopfen. Eisenspitzhacke oder Steinspitzhacke können wir auch nehmen. Da kommen die auch mal weg. Eisenspitzhacken haben wir 44, ne? Da kann ich mir auch eine von denen. Da brauche ich nicht mit so einer Halbbitter nicht oft, nicht wieder genommen, wieder nicht genommen. Da brauche ich nicht mit so einer Steinspitzhacke rumzunüffen. Eisenspitzhacke F, gut. Die haben wir. Brennholz haben wir noch 717. Wir haben doch schon den zweiten Wintertag. Also müsste das doch eigentlich sich ausgehen. Wir können aber auch nachher nochmal etwas erhöhen. Die legen wir uns jetzt auf die 2. Jetzt nimmst du dir denn, liegt hier was drin? Nein. Oh, hier rein. Und ein bisschen Eis. Das ist, glaube ich, hier hinter ist, glaube ich, Eis. Salz, Zinn, Eisen, aber hier haben wir doch schon was. Salz, Zinn, hier ist Eisen, oder? Eisen. Auch noch Eisen. Zinnader. Salzader. So wenig Eisen. Oder ist im anderen auch noch was drin, im anderen Gang. Kupfer. Zinn, Kupfer, Salz, Kupfer, Kupfer, Zinn, nee, hier ist Kupfer, ist nix falsch.
Eisen. Da waren wir doch gerade drin, oder? Hier oben ist noch eine Eisenwaffe. Man sollte auch mal nach oben gucken und nicht immer bloß nach unten. Was aber jetzt, glaube ich. Mehr haben wir hier an Eisen nicht. Ja, sieht bitte aus. Hier waren wir. Zinn, Kupfer, Zinn, Kupfer. Wir haben noch einen Gang. Den Gang wollte ich noch gucken. Eisenarmer, hier haben wir noch was. Jetzt haben wir schon wieder überladen. Also gehen wir hoch, alles klar. Gehen wir raus. So, das war's dann für heute, meine Freunde. Wie spät haben wir es denn im Spiel? 15.47 Uhr. Naja, jeder Reisende hier sein Zeug alles weggeräumt hat jetzt. Da sind beim Kamerad. Es ist Feierabend, wenn wir jetzt mal aus der Mine finden würden. Klasse, es verirren wir uns noch in der Mine hier. Ne, die müssen doch hier irgendwo, die Kloppen ist der Ausgang. Hier ist das Schild zum Ausgang, alles klar. Da ist doch das Schild. Kupfer. Alles klar. Wir räumen jetzt unsere Steine und Zeug, was wir haben, räumen wir jetzt in die Kiste. Wir trinken erstmal aus unserem Eimer einen großen Schluck Wasser. Gut. Ja, und da werden wir hier oben auch ein paar Zäune bauen, denke ich mir. Hier angefangen an der Mine hier. Hier rüber. Ich weiß gar nicht, ob das so geht, wie wir uns das vorstellen. Wir können es ja gleich mal probieren, ob das geht. So viel Zeit muss sein. Also Kuh. Quatsch. Kuh. Zaun. Wir wollen diesen Zaun bauen. Von hier kann man bauen. Na guck mal. Dann müssen wir hier rüber bauen. Alles klar. Nach oben werden wir nicht bauen können. Ne? Das müsste auch so gehen. Ja. Und dann von hier runter oder hier rüber. Gleich hier runter geht nicht. Das wird zu steil.
das geht schon mal nicht. Also da haben wir uns schon wieder. Gut, das machen wir, wenn es soweit ist. Jetzt gehen wir noch erstmal ins Materiallager, räumen aus und dann gehen wir nach Hause. Wir sind schon wieder bei 36 Minuten. Wir haben 17.28 Uhr, also die Truppenteile machen gleich Feierabend. Und wir machen auch Feierabend. Wir sehen uns dann zum nächsten Abenteuer wieder, meine Freunde. Ich sage dann schon mal tschüss. Ich hoffe, dass auf dem Nachhauseweg nichts mehr passiert. Alles klar, bis zum nächsten Abenteuer. Tschüss.